Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play. Juni 1940. Hab mir jetzt meinen Kaffee geholt. Ja, ihr habt richtig gehört. Queen Medicus hat sich einen Kaffee geholt, weil wir müssen ja als Vorbild, als gutes Vorbild vorangehen und die Route zur Kaffeeplantage in Südamerika sicherer als der Teekrempel nach Asien. Und von daher haben wir das jetzt hier. So, Japan ist den Achsen angeschlossen. Molotow-Ribbentrop-Pakt wurde gebrochen. Die Sowjetunion wurde der Krieg von Deutschland erklärt. Ja, die Action geht jetzt rund. Ich frage mich manchmal, warum die KI so komische Sachen macht. Weil die hat nämlich gleichzeitig auch hier vorne einen Krieg in Jugoslawien angezettelt. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Italiener das alleine hinbekommt. Aber wie sie möchten, ne? Sie sind auf jeden Fall beschäftigt. Ja, dann mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ne, sieht eigentlich gut aus. Ja, das Ding ist jetzt für das Let's Play. Ich denke, dass jetzt wahrscheinlich das ein bisschen langatmig werden könnte in der nächsten Zeit. Einfach weil das, was ich jetzt erwarten werde, ist, der Deutsche wird Russland plätten. Vielleicht noch ein paar kleine Länder und so, aber das ist alles nicht relevant für uns. Für uns ist also, wir haben die Festung England im Prinzip, dann Gibraltar und hier unten bei Tunesien. Und ja, und die werde ich jetzt einfach halten, bis der Amerikaner irgendwann 44, 45 am Krieg teilnimmt. Wenn er das überhaupt jemals macht. Und naja, da passiert halt so lange jetzt wirklich nichts mehr. Ich tue halt ab und an die Flugzeugzahlen, wenn die von 500 auf 1000 gehen, ändern. Wenn die von 1000 auf 800 gehen, wieder andere Befehle geben. Aber im Grunde genommen patrouilliert es meine Flotte und meine Flugzeuge. Und es werden eine Milliarde dieser Bläschen aufblasen. Also wir können es gerne jetzt weitermachen hier. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es halt jetzt gerade extrem langweilig ist, England zuzusehen, weil eigentlich erwarte ich nichts mehr. Das Einzige, was halt passiert ist, jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, das dauern diese kleinen Seeschlachten, dass ich ein bisschen optimieren muss, immer wieder Zahlen anpassen, ne? Zahlen hoch und runterschrauben. Aber eigentlich erwarte ich nicht, dass jetzt irgendwas passiert, bis jetzt der Amerikaner am Krieg teilnimmt, weil ich alleine kann ich ja nicht hier landen, das ist ja Blödsinn, ne? Das geht ja nicht. Ich habe irgendwie 30 Divisionen. Was ein bisschen schade ist, aber das liegt halt der Natur der Sache, wenn man England spielt, weswegen es auch kein Mensch spielt wahrscheinlich. Ja, aber wir machen einfach mal weiter, gucken mal, wie es geht. Ich muss nur fürs Let's Play überlegen, wie wir vorgehen wollen. Ich hoffe inständig, dass die Köpfe jetzt versenken, gehen wir die Flotte hochschicken. Ich hoffe inständig, dass ich jetzt keine großen Fehler mache. Das Problem ist nämlich, dass man in so einem Spielszenario, was man jetzt hat, wo man nur noch verteidigt, dass man gerne ein bisschen schneller machen würde, bis die Action wieder eintritt. Aber wenn die Flotte hier gestoppt wird von mir durch ein U-Boot und hier oben gerade eine Landung stattfindet und ich nicht manuell darauf reagiere, landet ja das Spiel verloren ist. Und das hatte ich jetzt die größte Gefahr, da ich halt einfach aufgrund des nicht so spannenden Gameplay bis vielleicht 44 oder wann immer der Amerikaner kommt, ich halt dann irgendwie Flüchtigkeitsfehler mache und deswegen über die Jordan gehe. So, da oben müssen wir mal einen schnellen Verband Schiffe hinschicken. Ich will jetzt nicht die ganze Flotte dahin beordern. Die sind doch einsatzbereit hier, oder? Da ist die Eagle bei, da ist alles bei. Kommandant drauf und go, go. Ist ja völlig wurscht. Also Hauptsache, wir fahren. Ne, einfach hier vorne abfangen gehen. Da muss man nicht den ganzen Verband schicken für 6 Zerstörer. Können wir auch die Reparaturschiffe hinschicken. Ja. Wir können gleich mal durchgucken. Ich meine, die Zahlen hier unten sind wahrscheinlich nicht interessant, ne, was wir versenken. In aller Regel sind das alles sehr, sehr kleine Seeschlachten. Und wenn dann steht, da wurde was versenkt. Ich muss jetzt hier nur gucken. Ich sehe gerade hier vorne, ist jetzt die Schlesien-Schlachtschiff dazugekommen. Wir haben 3 beschädigte Schlachtschiffe und Battlecruiser. Ich beordere jetzt mal nicht weitere Schiffe hin. Ich denke, die schaffen das auch so. Ja, sieht nicht so aus. What do you know? Da war zwar hier einer dieser Flüchtigkeitsfehler. Jetzt verliere ich hier wahrscheinlich 2, 3 Schiffe unnötig, weil ich die Flotte nicht hinbeordern wollte. Ja, wieder die Home Fleet hinbeordern. Ist jetzt kein Drama. Ist die Frage, wo die steht. Ich habe schon gar keinen Bock mehr auf dieses Mikro, ganz ehrlich gesagt, weil das einfach nur, also auch verbuggt sehe ich gerade. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ihr dürft das, wenn ihr hier drauf einstellt, machen die wirklich auch nicht abzwacken, die Einheiten. Aber der Befehl ist, wenn die halb kaputt sind, die abzuzwacken, das scheint hier nicht zu funktionieren. Ja, ich schicke ihn jetzt manuell mal nach rechts. Na. Gucken wir mal, vielleicht können wir den noch kaputt machen. Ja, wir machen auf jeden Fall mal weiter. Also, wie gesagt, ich mache es im Schnelllaufen, hoffe, dass ich nicht so viele Flüchtigkeitsfehler mache. Und wenn der Ami kommt, müsste sich dann alles ein bisschen entscheiden. Die Frage ist wahrscheinlich auch, ob wir das gewinnen oder verlieren, hängt davon ab, wie stark der Ami im Vergleich zu den Achsen wird. Und es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie viel Gegenwehr Russland jetzt leistet. Ich vermute mal, die werden einfach tot gerusht, aber mal überraschen lassen. Bei der KI ist ja alles möglich. So, Seeschlacht. Gogo, Jungs, einfach versenken. Immer noch die Schlesien, damit wir gucken, ob wir noch ein zweites Schiff haben. Ja, die Deutschen scheinen nur taktische Bomber zu benutzen. Oder die packen bei taktischen Bombern noch andere Sachen rein.
Aber 300 taktische Bombe haben 6% Schaden an einem meiner Schiffe gemacht. Also das scheint überhaupt nicht schlimm zu sein. Aber ich glaube, die werden halt stärker mit der Zeitverlauf. Und da müssen wir ein bisschen gucken. So, interessanterweise sind jetzt hier jede Menge Minischiffe von mir aufgetaucht und keine meiner guten Schiffen in der Reserve. Aber ich habe ja gerade einen Flottenverband dahin geschickt von 113 Schiffen. Da sind 7 Schlachtschiffe bei. Warum die jetzt hier nicht angezeigt werden, wüsste ich allerdings nicht zu sagen. Eigentlich müssten jetzt 7 Schlachtschiffe auftauchen. Wir haben Heavy Cruiser versenkt und nur das Zerstörer. Ah, und Heavy Cruiser verloren, egal. Wir haben aber mehr davon. Aber wo ist jetzt meine 7 Schlachtschiffe, ist die Frage, ne? Na gut, wir müssen euch für langfristig gucken, dass wir diesen Flugschlachten ein bisschen aus dem Weg gehen. Also unsere Flak schießen halt die Flugzeuge nicht ab und die machen halt Schäden an unseren Schiffen. Zwar reparieren wir die hier unten in aller Regel, ne? Aber so richtig toll läuft das dann auch noch nicht. Da müssen wir auch nochmal optimieren gehen, unglücklicherweise. Kann mir irgendwann erklären, wie die Zerstörer von der Geschwindigkeit und die U-Boote, Überraschung und alles nicht in die Schlachtschiffe rankommen? Das verstehe ich nicht. Das sieht irgendwie komisch aus da oben. Vielleicht müssen wir doch mal die Flotte neu designen. Mal sehen. Na gut, auf jeden Fall wichtig ist halt hier, so sieht es im Moment aus. Manchmal verliere ich einen Submarine. Dann versenken wir auch mal einen Submarine. Hier haben wir Konvois versenkt, Konvois versenkt, Konvois versenkt, international, Konvois versenkt. Ne? Das wird sich jetzt ein bisschen stapeln. Hier oben, Jugoslawiens uns beigetreten. Das ist ganz interessant. Die Briten haben Jugoslawien eben aufgenommen in die Allianz. Was witzig ist, weil ich der Brite bin und das nicht gemacht habe. Da war ich ein bisschen überrascht von der Meldung, dass wir die aufgenommen haben. Ich bin nicht ganz sicher, wann die mich da gefragt haben. So, die Deutschen scheinen hier sehr schön schwachsinnige Angriffe zu machen. Ganz hervorragend. Ja, die können gerne den Gerät hier aufrauchen. Also das ist halt richtig teuer. Das habe ich auch schon mal gemacht aus Deutschland. Das macht man eher nicht. Ne? Hier unten das gleiche Spiel im Mittelmeer. Ne? Die KI ist halt zu so doof, um irgendwas zu reagieren. Und da versenkt ihr regelmäßig hier Konvois und Submarines. Ne? Also hier waren zum Beispiel 7 Konvois der Achsen insgesamt. Wer weiß, was da drin war. Und das würde ich jetzt einfach nur aufsummieren, die nächsten 4, 5 Jahre. Die Frage ist halt wahrscheinlich wirklich, wie viele Schäden kann ich den Deutschen den Achsen zufügen und sind die Alliierten dann stark genug, den Krieg zu gewinnen? Ich kann ja wirklich nicht wirklich am Krieg teilnehmen. So, das sind jetzt hier Truppen, britisch Ratschen so, die sind alle mit im Krieg, die fahren jetzt noch hier rum. Ja, das macht sicher wieder Sinn, wie die hier spazieren waren, die Konvois. Die haben mir geschrieben, dass die das verbessert haben in irgendeinem Patch, ne? Also diese Route von den Leuten, die ungedeckt da durchfahren, das funktioniert nur, weil ich halt, ne, Schiffe richtig assigned am britischen Flotten versenkt habe und hier auch das U-Boot, wie ihr seht. Aber eigentlich ist das wieder der typische KI-Move, dass sie die Konvois einfach überall hinschicken, egal ob das sicher ist oder nicht. Ne? Und dann tauchen die natürlich auch sinnbefreit irgendwo auf und machen da Sachen, die keiner machen muss. Also die KI ist halt katastrophal immer noch. So, wir müssen auf jeden Fall hier unten aber jetzt die Schiffe neu designen, so ein bisschen. Im Sinne von, je größer der Hafen ist, desto schneller parieren die Schiffe. Und ich muss die Flotten zu den großen Zehnerhäfen assignen. Wir haben, glaube ich, einen großen Zehnerhafen. Ich muss gleich mal gucken, ob wir einen zweiten haben. Genau, das ist ein Zehnerhafen. Also je größer der ist, desto nicht nur mehr, sondern desto schneller reparieren die, auch auf jedem Tooltip gelesen. Und von daher müssen wir mal gucken, wo denn unsere Zehnerhäfen sind. Das ist ein Achter. Ich vermute auch mal, dass das teurer ist, wenn man die manuell ausbaut. Ich habe doch eben dieses Ereignis unten gemacht. Alexandria, das müsste doch jetzt ein Zehnerhafen sein, oder? Ja, das macht sicher Sinn. Das heißt, da macht es jetzt vielleicht auch Sinn, in Alexandria mehr Truppen zu benutzen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt die Flotte stationiere, damit hier auch die Schiffe zur Reparatur mal hinschickt, dass sie den Nachschub massiv klauen und die Alliierten ja auch aus irgendeinem schwachsinnigen Grund denken, ne, die müssten hier Truppen hinpacken. Und dann verliere ich LLA meinen, nur weil wir eben zu viel Sachen dahin stellen. Da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich muss einfach nochmal die Flotte komplett neu designen. Ihr seht schon, es wird sehr unübersichtlich inzwischen. Das ist Reparatur. Das sollte eigentlich Reparatur sein. Sieht aber gar nicht aus wie Reparatur, wo da Detached drauf steht. Ist aber Reparatur. Na gut. Ja, muss ich nachher nochmal umdesignen, die Flotte. Ich warte erstmal die paar Seeschlachten ab hier und dann gucken wir mal, ob wir die noch ein paar zusammenführen. Also es gibt halt faktisch keine großen Flotten, die mir wehtun können. Ah, da ist endlich meine Schlachtschiffe. Das fährt jetzt gerade zurück, okay. Also es gibt faktisch keine großen Probleme auf dem Wasser und ich glaube auch nicht, dass sie das verändert, egal wie gebufft die KI ist. Vor allem nicht, weil alle neu gebauten Schiffe von der KI piecemeal in meine dicken Flotten reinfahren und die schon Erfahrung gesammelt haben und immer wieder repariert werden nebenbei. Ne? Sofern das Tool funktioniert. Also da glaube ich nicht sehr viel passiert. Könntest auch mal in die Luftkämpfe gucken.
Aber unglücklicherweise wird es jetzt wahrscheinlich echt nur, ne, Fenster aufmachen und Zahlen angucken und dann eben Anpassungen vornehmen. Übrigens die Luftschlachten, wenn die manchmal so laufen, dass ich doch ein, zwei Flugzeuge mehr verliere, liegt daran, dass 2 Drittel meiner Luftarmada noch sind Interwar-Jägern besteht. Aber ich glaube, das ist keine so große wichtige Sache. Enemy Bombing Disrupted 1700, das sind die Interwar-Bomber, die ich hier, Fighter, die ich auf Intercept gestellt habe, die 73. Ich glaube, die haben eine ganze Menge strategisches Bomben interrupted. Das scheint super zu funktionieren. Die kosten vielleicht ein Promille von dem, was die Bomber den Deutschen gekostet haben. Also die KI macht da sicher eine Preis-Nutzen-Analyse. So, hier unten haben wir jetzt mal den Luftkampf. Wir haben jetzt 58 Fighter verloren. Wie gesagt, 2 Drittel oder Pi mal Daumen davon sind halt die Interwar-Fighter, nicht die modernen Fighter. Und trotzdem schießen wir die im Verhältnis von 1 zu 3 fast ab, wenn man das mit Bombern aufaddieren würde. Das ist eigentlich ein ganz solides Ergebnis. Das wird halt noch besser im Zeitverlauf einfach werden, ne? Weil wir halt dann auch nur noch irgendwann die Schrottdinger weg haben und die guten im Einsatz haben. Also Luftkampf scheint einwandfrei zu klappen. Wir haben leider nur nicht genug Jäger, um die überall einzusetzen. Gerade hier im Ärmelkanal, wo immer wieder Konvois aufdecken, kommt dann eben, hat der Gegner Lufthoheit und ich habe Seeherrschaft, ne? Da möchte ich natürlich meine Jäger früher oder später auch einsetzen. Aber im Moment fahren wir den Gegner ab und sammeln hier massiv Erfahrung. Da scheint sich alles richtig zu entwickeln. Ich bin jetzt hier im Überlegen, ob da jetzt weiterzumachen das Richtige ist. Und wenn ich lieber hier unten hingehe und gar nichts mache, weil wir müssen hier vorne einfach mal Diplomatiepunkte ausgeben. Ne? Und wir haben ja hier wegen Veteranendifficulty ein Viertel weniger Einkommen und deswegen haben wir hier eigentlich fast noch gar nichts vergeben, wie ihr seht. Und da gibt es auch schon noch zwei, drei schöne Sachen, die ich da anklicken wollte. Von da lassen wir mal den Fokus jetzt raus. Die wichtigsten Dinge haben wir inzwischen, glaube ich, auch. Ihr ja, Large Ship, Low Strength, okay. Go, go, dann tu die einfach mal rausnehmen. Das war ja die Idee. Aber die müssen ja eh gleich fertig sein mit der Seeschlacht. Irgendwann treffen die auch mal ein gegnerisches Schiff. So, Russland-Feldzug läuft. Ich vermute mal, je weiter die nach außen kommen, desto langsamer wird der werden. Aber wenn die unten mit Jugoslawien fertig sind, dann schaffen die jetzt in absehbarer Zeit, haben sie sehr viele Truppen, die sie nochmal hier durchschieben können. Ich bin echt mal gespannt, was der Russe dagegen halten kann. Ich gucke mir gleich mal ein paar Zahlen an. So, Industrie haken wir ein bisschen hinterher. Ressourceneffizienz brauchen wir alle tatsächlich noch nicht. Construction Speed brauchen wir, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Die Bohrmaschine wäre aber ganz gut, aber schon am Limit sind bei manchen. Ja, und weiter geht die Geschichte. Ich muss gleich mal nach den Panzern gucken, wie viel wir haben. Ich denke mal, dass wir die Verluste, die die Achsen haben, irgendwie 99% durch mein Versenken ihrer Armeen im Wasser kommen wird, weil die ohne Gleitschutz immer wieder ins Wasser schicken. Also wenn er einen schweren Panzer da unten bekämpft, verliert er halt 10 Mann Infanterist, weil ich die bessere Stellung habe und er alles. Aber wenn er ins Wasser schickt, verliere ich gar nichts und er alles. Und das wird jetzt wahrscheinlich sich einfach hochsummieren. Manchmal frage ich mich halt ernsthaft, wer die KI designt hat in dem Spiel und ob die das jemals vor Release getestet haben, ob sie sich hätte anders designen können. Also dass die Konvois blind in den Gegner reinschicken, das muss doch eine Abfrage möglich sein, zu sagen, okay, da hat man keine Seherschaft, das heißt, in den Sektor schickt man einfach keinen Konvoi. Aber das scheint bei der KI, diese Abfrage scheint nicht vorhanden zu sein. Na gut, weiter geht's. Ja, da oben warten wir halt noch darauf, dass wir die Seeschlacht irgendwann für uns entschieden haben. So, jetzt sind die, glaube ich, weg. Jetzt müssen die Schiffe automatisch repariert werden. Was waren denn die Verluste hier? Wir haben einen Heavy Cruiser, einen Light Cruiser erwischt und dafür einen Heavy Cruiser verloren und Kleinvieh. Und wir haben ein Schlachtschiff der Deutschen versenkt. Davon haben die halt nicht viele. Dafür haben wir 7 Zerstörer eingebüßt. Und ein russisches Submarine war dabei. Feine Sache. Also der Deutsche hat auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich keine Schlachtschiffe mehr. Die Flotte, genau. Ich würde jetzt einfach mal genau das Flottendesign. Ich muss die nochmal hier zusammenpacken. Also das ist im Moment ein bisschen Chaos. Also diese 10 Milliarden Detachments, mit denen habe ich auch kein Problem. Ich musste die nur ursprünglich umdesignen wegen dieser Alexandria-Geschichte, weil die in die falschen Sektoren gehen. Genau. Also ich überlege nämlich jetzt einen Verband von vielleicht 40 Schiffen fürs Mittelmeer zu assignen, weil da kann ja keiner reinfahren und ich habe alles, was da drin war, eigentlich versenkt. Der hat nicht mehr viel detailliert. Das wäre die eine Idee. Und dann können die Alexandria benutzen, so einen 10er Hafen, können schnell reparieren und dann habe ich mehr Übersicht. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. So, die Schiffe jetzt hier vorne. Die kaputten Schiffe, die bleiben hier zur Reparatur. Das ist alles soweit in Ordnung. Die würde ich jetzt hier. Die ist zu groß, die Flotte. Ja, also der halbe Verband davon reicht sicher. Reparatur ist richtig eingestellt. Ja, die stapeln ihre Truppen jetzt da. Danke dafür. Da muss ich nur aufpassen, dass es nicht zu viele werden. So, jetzt erstmal Heimathafen. Alexandria.
alles ist richtig eingestellt und da machen die hier Patrouille im Mittelmeerraum. Die Küste lassen wir dem mal, das ist mir egal. Ob wir decken das Hauptmittelmeer ab, damit die nicht dauernd hier nach Afrika hin und her fahren, das geht mir langsam auf den Geist. Okay, das wäre jetzt unser Mittelmeerverband. Die benennen wir jetzt auch mal so. Der ist jetzt richtig eingestellt, da brauchen wir nie wieder dran arbeiten. Mittelmeerflotte 1. So heißt der Kram. Und die andere Flotte, die jetzt im Mittelmeer ist, die würde ich jetzt einfach, die hier, die würde ich jetzt da rausziehen. Die kriegt jetzt ihren Hafen in London, weil das ein 10er-Hafen ist. So. Reparatur, alles richtig assigned. Und die fährt halt hier Patrouille an der Küste. Das ist schon richtig so, dass da immer zwei Flotten fahren. Wenn die eine irgendwo festhängt, dass die andere weiter patrouilliert. Das ist tatsächlich gewollt so per Design. Genau, die sind auch alle richtig eingestellt. Wir müssen mehr Flugzeuge wie Träger packen. Müssen wir aber herstellen, das hat absolut keine Priorität. Also klar, wenn ich in Seeschlacht bin, ne, dann haben die ihre taktischen Bomber und keine Jäger hauptsächlich. Und da bin ich schon schön zu haben. Aber die würden ja Jäger bringen, wenn ich auch mehr Jäger mit Trägern hätte. Und die knallen die halt dann einfach ab. Aber ich arbeite an der Schiene. Aber erstmal tue ich andere Sachen herstellen. Die Panzer zum Beispiel sind noch gar nicht im Einsatz. So, dann ist das jetzt hier vorne. Homefleet 2 müsste das dann sein. Heimatflotte nennen wir es einfach mal. Heimat. Flotte 1, fangen wir mal da an. Okay, das haben wir auch. Die arbeiten dann ebenfalls. Das heißt, Mittelmeerflotte 1, Heimatflotte 1. Die sind richtig assigned, die funktionieren auch. So, das ist dann die nächste Flotte. Du bist gerade in Reparatur, sagst du. Ich lasse die beiden vielleicht erstmal fahren, dass sie in Position sind, bevor ich jetzt andere abziehe von Stellungen. Wie sieht es denn aus bei der Produktion inzwischen? Genau, einer pro Tag ungefähr. Das hat man ja auch so geschätzt. Ne? Fighter sogar 1,5 pro Tag, feine Sache. Uns fehlt noch ein bisschen die XP, um die umzubauen. Trotzki hat es überlebt, feine Sache. So, ja, wir brauchen natürlich eine zweite Linie hiervon, denke ich. Gibt eine Menge Sachen, die wir brauchen. Aber eine zweite Linie Fighter, um einfach die KI abzufarmen, damit der Amerikaner später es einfacher hat. Wir müssen jetzt hier gucken, ob wir schon 300 Punkte haben. Das wird ja eher mal mehr, weil wir die Luftkämpfer auch massiv kämpfen. Aber in 111 Tagen ist die Supermarine Spitfule, wie sie ausgesprochen wird, fertig. Ich glaube, bis dahin kriegen wir die 500 nicht voll. Von da würde ich jetzt noch da weiter sparen. Wir können aber allerdings trotzdem schon mal hier die zweite Queue aufmachen. Für die hier. Dazwischen. So, ja, dann warten wir erstmal auf die Schiffchen. Kann auch überlegen, dass ich hier die Abfangjäger, die Schwadronen sehr viel kleiner mache und dafür das so einstelle, dass die nur Bomber abfangen. Die Jäger sind mir eigentlich egal, die da kreisen. Dann könnte ich noch mal ein paar andere Kampfgebiete aufmachen für die Flugzeuge. So, hier vorne haben die Niederländer jetzt bei Tobruk erfolgreich eine Landung durchgeführt. Okay. Das heißt, die haben jetzt hier einen Cut-Off gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt hier vorne bei El Alamein vorrücken nach Tobruk, können wir die italienischen Truppen da auslöschen. Ich glaube tatsächlich, dass es das wert wäre. Zwar nie im Battleplan aufgeladen, aber es ist ja dann nicht notwendig, weil eigentlich ist auch Defense immer angesagt, aber hier brauche ich noch nicht, um die zu besiegen, die Italiener. Ja, schön, dann können wir ein paar italienische Divisionen auslöschen. Also die Landung des Holländers, ganz hervorragend, sogar mit Panzern jetzt. Also wenn wir die italienischen Truppen jetzt hier auslöschen, quasi fast historisch, dann kommt der Deutsche vielleicht mit Rommel. Das wäre natürlich schön, weil es halt einfach Ressourcen harasst, ne? Da ist der Deutsche schon mit seinen Panzern. Jetzt muss das nur noch von Rommel befehligt werden, dann tue ich gleich auf Montgomery vergeben. Aber er hier wird übrigens gerade zum Wüstenfuchs, mein Trupp. Hier vorne, der müsste Wüstenfuchs irgendwie 50%, 9% haben. Desert Fox, na gut, das dauert noch ein bisschen. Ja, vielleicht vergebe ich wirklich Montgomery gleich. Müssen wir mal gucken. In jedem Fall scheinen wir hier gerade die italienischen Divisionen, offensichtlich drei Stück sind, die auszulöschen. Sieht ja ganz gut aus. Sehr schön. Ja, die Landungen. Kanada auf der anderen Seite. China kapituliert. Also die alliierten Streitkräfte ohne die Amerikaner machen gerade auf jeden Fall erfolgreich Nordafrika kaputt. Das Ding ist natürlich jetzt auch, dass, wenn die das jetzt machen, was eigentlich eine hübsche Aktion ist, dass die durch meine Seherschaft im Mittelmeer ist es natürlich so, dass die deutschen Italiener da nie wieder reinkommen. Ne? Das verhindert, dass ich hier abfahre und Erfahrung sammle. Das stört mich ein bisschen.
Müsste was aber jetzt auch nicht irgendwie, wie wir das jetzt ändern können, kurzfristig. Vielleicht führt er ja aggressive Landungen durch, versucht's mal. Achso, hier oben können wir auch noch mitkämpfen. Jeder Kampf ist wichtig. Ich würde jetzt eine Division gern zurück nach Elland am Main bringen, falls es Probleme gibt. Und den Rest würde ich hier aggressiv tatsächlich Nordafrika mitkämpfen lassen, um die XP zu sammeln, weil wir Boden-XP gar keine haben. German Reich called Japan is our enemy in German-Luxemburg War. Ja, das klingt alles sehr realistisch. So. Gucken, dass wir unsere alliierten Flotten oder Transporter, die auch nicht gedeckt werden, dass wir die beschützen. Wobei, dann sind sie ja gedeckt von mir. Vielleicht können wir ja Italien ja ausnocken. Ja, auf jeden Fall gleich mit der Flotte nochmal gucken. Da müsste man definitiv den Hafen machen. Ich will eigentlich nur Alexandria und London als Haupthäfen benutzen für Reparatur. Das muss ich definitiv nochmal einstellen. So, der deutsche Vorstoß, der scheint hier gestoppt zu haben. Also der war ja eben auch schon ungefähr auf der Höhe. Ja, Leningrad zum Beispiel, ist noch gar nicht dran zu denken. Das sieht tatsächlich gut aus. Hier vorne sind sie leider gleich durch. Ich glaube, dass das ein Riesengrab für die Deutschen ist, ne? Von den, was die da kaputt machen. Also Panzer durchs Gebirge ziehen, ne? Ohne Worte, über Fluss und alles. Das hier ist katastrophales Gebiet zum Normalkämpfen und Panzer sind die allerschlechtesten Einheiten und ist natürlich nur ultra teuer. Also das hier ist wahrscheinlich richtig teuer für den Deutschen. Aber wenn das vorbei ist, könnt ihr mir vorstellen, dass Russland wieder angefacht wird, der Feldzug. So, ja hier unten, das scheint fertig zu sein. Ich ziehe jetzt einfach mal an der Küste meine Infanterie durch. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus und du hältst Tobruk dann. Machen wir das mal. Wichtig ist halt, dass wir einen Rückzugspunkt bei El Alamein noch haben. Falls irgendwas schief geht. So. Jetzt müssen wir leider nochmal die Flotte ein bisschen umassignen. Da können wir wieder deutsche Panzer vernichten. Sehr schön, sehr schön. Ja, Flotte nochmal neu designen. Feine Idee. Wie machen wir das jetzt? Die fahren zur Reparatur, ne? Ja, mit den ganzen Reparaturen ist es echt schwer, jetzt die Übersicht da nachträglich reinzubekommen. Also alles, was im Hafen ist, sollte im Grunde genommen in irgendeiner Form Reparatur sein. Die haben, glaube ich, die Angewohnheit, dass wenn die fertig repariert sind, dass die trotzdem nicht auslaufen. Die, also da, hier steht zwar nicht dran, aber das müsste eigentlich ein Detachment sein. Ist das aber nicht. Okay. Dann ist da wieder irgendwas schiefgegangen. Und ich hab die eben vergessen anzuklicken, sinnvoll, ne? Die könnte ich halt hier als Flottenverband rumfahren lassen. Richtig eingestellt. Auch Patrouille machen. Ne, genau, das ist kein Detachment. Die haben das so vergessen dran zu schreiben, dass keins ist. Das ist tatsächlich ein Verband, der repariert wird. Das ich eben auch sagen wollte. Die reparieren den gesamten Verband. Auch wenn die einsatzbereit sind, schicken die nicht wieder hoch, bis nicht das letzte Schiff repariert ist. Und das ist halt einfach ein katastrophal schlechtes System, muss man sagen. Ne? Das muss man sich dann totmikronen. Da wir im Moment aber hier Seeherrschaften alles haben, glaube ich, können wir den Verband echt hier benutzen. Ich mache einfach noch einen zweiten Verband da draus. Im Grunde genommen ist das egal. Dann kannst du die ja nachher reparieren, stückchenweise. So. Und die fahren dann ebenfalls in diesen Bereich hier. Dann habe ich mehrere kleine Verbände. Dann bleiben die nicht immer wegen der Reparatur im Hafen, wenn man das automatisiert im großen Umfang. Das ist die Idee dahinter. Plus eben, ne, wenn sie unten im U-Boot gehalten werden, kann da oben keiner durch, weil dann ist ein anderer Verband spazieren fährt. Ja, also das ist halt wirklich, das muss ein kompletter Vollidiot ausgedacht haben, das System. Das ist halt super fummelig, unrealistisch und unübersichtlich und macht auch keinen Spaß zu steuern. Na gut, aber man muss es machen, wenn man England spielt, denke ich. Führt nicht viel dran vorbei. Jetzt können wir hier unten mal die Truppen verbessern. Spanien ist jetzt bei den Achsen, das habe ich befürchtet. Deswegen Gibraltar, da muss man gleich was umstellen. Jetzt haben wir erstmal bei den Flugzeugen hier weiter. Luft-XP, Night Operations oder Air-Exzedenz. Gerade in der Wüste ist das viel und mit den alten Flugzeugen ist das viel. Aber die Wüste benutzen wir nicht mehr, weil wir gerade Nordafrika erobern und die alten Modelle, die sind schon alle abgestürzt. Das ist witzig, hier ist übrigens irgendwie Verlust, so weiß ich nicht, 10% Verlust im Kampf und 90% abgestürzt, war mein Eindruck. Die Doppeldecker. Air Experience, ja. Das ist immer gut, aber das hier, ne, habt ihr halt dauernd. Auch später, dann müsst ihr keine Punkte ausgeben. Und dann machen wir da mal weiter. Ne, Punkte wollen wir nicht vergeben. Das kann weg, das kann weg. Ja, Spanien, genau. Das wäre die nächste Schiene.
Na, hier unten habe ich mich schon darauf vorbereitet. Die haben die Bunker und alles und die Spanier kommen jetzt wahrscheinlich gleich da rein. Das heißt, du wirst jetzt auch hier assigned unter ihm hier, damit er einfach die neuesten Waffen immer bekommt. Eingegraben, alles sind die ja schon, aber laufen die schon weg, okay. Der muss ihn nur noch dazu callen wahrscheinlich. Vier Bunker haben sie, mehr braucht man da auch nicht bauen, denke ich mal. Müssten aber jetzt hier eine Flak dazu bauen. Weil da unten wird jetzt regelmäßig Luftangriffe und wir werden das ja nicht erobern absehbarer Zeit. Und da ist hier eine Flak eigentlich sehr wichtig. Das ist aber auch dann alles, oder? Mal den Flugplatz ein bisschen verbessern, mal später Jäger dahin packen. Und ich würde sogar die Flak zumindest da oben packen. Den Flugplatz, der ist noch nicht so wichtig, da oben zu packen, weil wir eh noch keine Flugzeuge haben. So, der Spanier bereitet sich jetzt darauf vor, auf den Angriff. Müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht sogar ein Schlachtschiff hinsetzen, wenn er angegriffen wird, was er regelmäßig eben aufräumt. Können wir einfach an der Küste einen kleinen Flottenverband stationieren, der immer Gibraltar Feuersupport gibt. Und bevorzugt dann eben Schlachtschiffe. Da sind auch Patrouillen und so, weil dann möchte ich nicht alleine draufsetzen. Und Patrouillen selbst geben keinen Feuersupport an der Küste, selbst wenn die zufälligerweise da sind. Ja, hier in Südengland sind drei Schlachtschiffe gerade in Reparatur. Ich weiß gar nicht, ob die aus dem Hafen das auch geben würden, den Feuersupport. Aber drei Schlachtschiffe ist halt jetzt perfekt, ne? Die gehören eigentlich zur Heimatflotte, die drei, okay. Ja, holen wir uns irgendwo anders. Da, die haben 71 Schiffe, wenn man da drei Schlachtschiffe snacken oder schwere Kreuzer, geht das sicher. Auch ein bisschen beschädigt. Können wir die beiden großen nehmen? Das sollen 71 Schiffe sein, eine Menge kleiner Bötchen beide. Wie geht das nochmal? Rechte Maustaste. Ja, also ein paar Zerstörer bei, falls ein U-Boot vorbeifährt, sollen hier nicht vor Ort versenkt werden. Zwei leichte Kreuzer. Schwere Kreuzer brauchen wir keinen. Und auch schwere Kreuzer brauchen wir für die Support. Ich weiß nicht genau, zwei schwere und ein Schlachtschiff müsste eigentlich reichen, um den maximalen Küstenbombardierungswert zu erreichen. Ich kenne die Zahlen nicht mehr auswendig. Bei Hoi 3 kannte ich das, aber hier weiß ich es nicht. Und die Bearham, Queen Elizabeth Class. Okay. Das ist der neue Verband. Das ist der Gibraltar-Verband. Gibraltar. Kommandeur brauchen die eigentlich keinen guten. Naval AA Attack. Das wird auch super, weil da oben sind sich auch Flugzeuge und. Ja, wobei die werden eigentlich nie engaged. Eigentlich würde das gar nichts bringen, aber ich kann den dann aufleveln dennoch. Das wäre eher was für die, die in der Küste rumkurven, weil da will ich kein Level 3 erstmal benutzen. Nee, eigentlich ist das dumm. Eigentlich soll ich einen in der Küste auf Konvois versenken, auf Flugzeuge auf ihn runterstürzen, benutzen, mit Schiffen, die viel Flachs haben, wo der nochmal einen Bonus drauf kriegt, obwohl die 10% wahrscheinlich völlig irrelevant sind. Ja, sind zu viel gemicrot für null Effekt, ne? Gibraltar. Kann er dann auch direkt vor Ort reparieren. So. Ist das Gibraltar? Alles klar, dann. Stehen die da auch? Wenn die stehen, sammeln die zwar keine, ne? Farmen keinen ab, aber wenn der da angreift, tut es dann Aua. So, ihr seid auch schon die neuen Divisionen, ne? Genau, das habe ich ursprünglich alles mal eingestellt, um vorbereitet zu sein. Jo, das hätten wir auch. Ich könnte noch ein paar Jäger da assignen, die nur intercepten, wenn Bomber kommen. Aber da wollen wir sicher nicht overboard gehen. Da hat schon jemand Flugzeuge hingepackt für mich. Fein. Interwar Fighter. Es sind einfach kein Ende, die Dinger. 35. Lass mal gucken, dass da immer vielleicht 200 Fighter sind. Und die sollen hier vorne auch nur intercepten. Richtig angeklickt? Sieht so komisch aus. Hoffe. Okay, dann haben wir das auch. Das Gerät ist alles in Ordnung. Das wollen wir nicht, das haben wir schon. Das hier, aber wir haben immer noch keine Panzer vergeben. Das wäre. Da sind sie, 200 irgendwas. Ja, wir müssten mal langsam anfangen, Divisionen zu bauen. Jetzt können wir das eigentlich auch mal in Angriff nehmen. Ich wüsste allerdings auch kein Einsatzgebiet jetzt mehr für die schweren Panzer. Das wäre eher für sowas wie solche Dinger hier zu halten, ne? Gibraltar könnte man einen hinstellen, muss aber auch nicht unbedingt sein. Gut, dass ihr den Punkt einfach umgangen seid, sodass die dann hinter uns sind.
Ja, wir machen einfach eine Connection hier vorne. Und dann umzingeln wir den, kommt von drei Seiten. So, ja, aber die Vision können wir trotzdem mal machen, dass sie im Feld minimal besser sind. Wir können zumindest, auch wenn die Panzer nicht assignen, können wir hier mal die Field Hospitale verbringen. Einfach, dass wir schon mal Manpower sparen, ne? Was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann die Support-Dinger hier vorne für. Die werden ja dauernd mit Luftwaffe angegriffen, dann können wir mehr Flieger abknallen. Und dann sind die 20 Punkte eigentlich auch schon weg. So, die werden jetzt in Masse aufs ganze Feld verteilt. Aber wenn wir die nicht im Lager haben, ist es kein Drama. Einfach deshalb, weil die Dings sind, ne? Wisst schon. Weil die, ne? Support sind und die Gefechtsbreite nicht erhöhen. Und dann ist egal, ob ihr die drin habt oder nicht. So, jetzt wollte ich noch gerade gucken, dass wir vielleicht doch die Division. Ach, lass mal das so, das passt schon. Kann auch wieder über Mikron für nichts, also ein Effekt, das muss nicht sein. So, hier unten haben wir jetzt eigentlich eine ganze Menge Flugzeuge, die nichts machen, ne? Obwohl das keine großen Schwadronen sind, muss man mal sagen. Packen wir mal auf 100 runter. Auch hier. Dann können wir die halt woanders einsetzen, ne? Und da unten ist halt. Also ich will die schon noch hier haben, falls mal was passiert, eine Landung, Überraschung und so, dann müssen die halt direkt im Einsatz sein. Aber das sieht eher so aus, wenn das so eine kleine passiert, wenn überhaupt eine. So, die Ölgeschichten braucht kein Mensch. Hier unten. Weiter an der Produktion schrauben. So, wie sieht es denn jetzt in der Welt aus? Ich muss gleich nochmal die Flugzeuge checken, aber das kann man auch dann auf Video machen. Der Deutsche rückt jetzt weiter vor. Hier auch. Chinesen alle weg. Der wird jetzt wahrscheinlich in absehbarer Zeit unten bei Singapur auftauchen. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt schon Landungen versucht hier vorne. Denkbar wäre das. Ich habe hier unten auf jeden Fall meinen Bunkerring gebaut und die Truppen alle eingeladen. Die sind nämlich nur drei oder vier Brigaden groß. Kann trotzdem mal einen da hinstellen zum Einbuddeln, aber der sollte nie einer landen. Und unser Defense-Ring, der steht eigentlich hier vorne. Wir könnten die Bunker noch mehr größer machen, einfach um sicherer zu gehen, dass wir sie immer und ewig halten. Wir könnten es auch versuchen, da oben zu halten, aber es ist normal unwahrscheinlich, dass das passiert. Neue Truppen, die der herstellt, kommen immer da vorne hin, das ist ganz witzig. Weil der stellt ja so ein Mini-Ding her, das ganz eigenartiges Zeug. Also wenn der Japaner hier hinkommt, ich will einfach nur einen Stützpunkt halten und irgendwann gibt es eine Gegenoffensive. Aber wir könnten hier vorne zumindest mal ein paar Flugzeuge jetzt assignen. 2000 würden da hinpassen. Ich weiß nicht, ob man immer die Gladiatoren anzeigt. Eigentlich müssten die irgendwann mal alle sein. Na gut. Hier vorne geht es eigentlich nur noch um. Ja, können wir eigentlich. Ja, machen wir das hier. Wir machen das hier. Wir wollen ja auch beim Kämpfen helfen. Dann kommt der eh nur mit Kaxen. Die können wir tatsächlich abknallen. So. 200. Ich glaube halt, dass die hier unabhängig davon, dass die auch die neuen Flugzeuge da reinpacken, nicht nur die Gladiatoren. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube aber, dass das so geht. Ich habe noch Interwar-Bomber, die ich eigentlich gar nicht verwende, ne? Könnte man ja im Wasser vielleicht verwenden, weiß nicht. Close Air Support. War das der Close Air Support gerade? Das hier. Wenn sie das relativ kleine Schlachten hier, also da wird es reichen, wenn wir da 50 Dinger haben. Kann man ja später nochmal anpassen. Da. Ich das falsch eingestellt. Oh, das macht mich fertig, das System. Okay. So. Jo, hier läuft jetzt eigentlich auch nichts weiter, ne? Weiter Panzertecken wäre wahrscheinlich übertrieben. Obwohl wir ja eigentlich schon gleich die 41 Modelle fertig haben. Aber sind immer noch 43 das nächste, ne? Ist halt schade, dass wir keine Bodenkämpfer haben. Das war ja dafür gedacht, wenn der Deutsche Krieg sucht. Aber ganz offensichtlich haben wir ja gegen den keinen Kampf. Und da braucht man da wirklich auch überhaupt nichts machen in der Hinsicht. Hier unten weiter. Also hätte er halt wirklich jetzt massiv Krieg gesucht, hätte ich keine Zelte ausgegeben. Stahl, das war für die Schiffe. Also keine Hospitale, sondern eben die schweren Panzeradler-Haubitzen da reingeschoben in ein paar Templates. Aber das ist ja offensichtlich kein. Tut ja nicht Not, ne? So, flugzeugmäßig. Lass mal die Gesamtübersicht angucken. Wir haben im Moment 900 Flugzeuge im Einsatz. Hm.
Da sind auch, glaube ich, die Flugzeuge aus dem Pool drin, oder? Nee, der Pool steht da gar nicht. Irgendwie konnte man sich, glaube ich, angucken, welche Flugzeuge man insgesamt hatte. Sind das die hier oben? Ja, ne? Ich kann. Ah, doch nicht. Ja, keine Ahnung. War das der Knopf vielleicht? Genau. Ja, das geht schon auf 50-50 langsam zu. Sehr gut. Also jedes Jahr kriegen wir so 300 bis 400 neue Flugzeuge, je nachdem. So, jetzt haben wir hier vorne wohl einen Kampf. Der Kampf um Gibraltar ist entfacht. Das Problem ist jetzt, dass meine Alliierten so nett sind, ihre beschissenen Scheißtruppen dahin bringen, die noch nicht mal eingegraben sind, mir die Gefechtsbreite wegnehmen. Das ist so ein behämmertes System, dass man denen nicht verbieten kann, die eigene Defense kaputt zu machen. Ne? Das finde ich nicht wirklich gut gelöst in dem Spiel. Spanische Konvois. Aber wahrscheinlich nach Afrika setzen. Ja, wenn wir einen Zirkel nehmen, Penalty, was sehr eigenartig ist und bedenkt, dass das eine Riesenfestung ist. Aber okay. Gut, der Angreifer wird trotzdem in Stücke geschlagen. Jetzt gucken wir mal gerade. Entrenchment, Terra, Commander Skill und so eine Karte. Was ich jetzt nicht sehe, ist, Skill Level 1 soll der haben. Seit wann hat der Skill Level 1? Achso, die haben ihren eigenen Skill. Hä? Die tun ihren eigenen Skill benutzen. Okay, super. Auch so ein Ding, ne? Aber es ist eh wohl, die Gefechtsbreite ist voll, weil der von drei Seiten angreift. Und da tun die jetzt eigentlich nichts kaputt machen, wenn ich es richtig sehe. Dann haben wir nichts gesagt. Aber normal, wenn er von einer Seite angreift oder wenn die halt zu viel Truppen reinbringen, ich mehr Truppen da stehen hatte, ne? Dann ist das ein Nachteil, wenn die das machen. So ist wahrscheinlich wirklich ein Vorteil. Was mich jetzt interessieren würde allerdings, ist, meine Schiffe machen gar nichts. Die müssten eigentlich von der Küste aus Supportfeuer geben. Gibraltar detached. Aha. Ja, die haben das Schlachtschiff halt nicht dabei, ne? Leichte Kreuzer und so geben ja nichts. Dessen sollte da ein Schlachtschiff bei sein. Ich bin nicht sicher, wo das Schlachtschiff hin ist, weil ich ursprünglich assigned habe. Ob das im Detachment drin ist, genau. Weil das fährt jetzt zur Reparatur, statt hier Support zu betreiben. Mit den schweren Kreuzern zusammen. Was der Grund dafür ist, warum die ohne Supportfeuer da arbeiten. Gut, ich habe jetzt hierher beordert. Müssen wir mal warten, bis sie kommen. Wir gewinnen das jetzt anscheinend trotzdem, aber. Warum soll man es den Gegnern einfacher machen als nötig, ne? Und wenn deutsche Truppen kommen, keine spanischen, und das war ja schon knapp, dann wäre es natürlich schon schön, wenn wir da Schlachtschiff-Support hätten. So, aber da unten, das sieht so aus, ob wir da nochmal ein, zwei Divisionen beipacken könnten. So, hier sind die neuen Truppen. Go, go. An die Küste und dann unten rein. Sind nur kleine Verstärkungen, aber das reicht ja in aller Regel auch. Man könnte jetzt meinen, dass das leicht schwachsinnig ist. Die sollen halt in Gibraltar landen, aber das geht wahrscheinlich nur von einer Seite, auch wenn wir die See beherrschen. Na gut, der fährt halt jetzt einmal die Welt umsegeln. Ja, lässt sich jetzt leider nicht ändern, wohl offensichtlich, bis der Kampf vorbei ist. Ich warte mal, bis der Kampf vorbei ist und dann klicke ich nochmal an, dann fährt er nämlich richtig. Muss halt warten, bis der Kampf vorbei ist. Und dann sofort Pause drücken. Ist halt ein Actionspiel. Reaktionen sind hier wichtig. Go, go. Nein! Und eine halbe Sekunde zu spät. Ja, gut, also, ist halt schwierig. Dann fährt er jetzt durch die Weltgeschichte. So, jetzt habe ich hier die Flotte. Mit der Reparatur, wie gesagt, offensichtlich hat nicht funktioniert. Ich mache mir jetzt mal auf halb kaputt, damit die zumindest lange da vor Ort bleiben. Und jetzt müssten wir eigentlich Schlachtschiffunterstützung haben. Da ist sie. Shore Bombardment. Bombardment 16%. Ich glaube, es geht bis 25 hoch. Und da wäre es eigentlich sinnvoll, den Verband doch mit mehr Schiffen auszustatten. Gerade die Schlachtschiffe, die wir sowieso nicht beim Patrouillieren unbedingt brauchen. Können wir da hinpacken. Ihr seid noch in der Reparatur, sagst du? Hier, zwei Schlachtschiffe und Kreuzer. Ja gut, das sieht jetzt ein bisschen kaputt aus, das Zeugs. Der Verband könnte auch noch mal eine Reparatur brauchen. Die beiden Schlachtschiffe, die sind ja intakt, ne? Okay. Habe ich nicht gerade die Schlachtschiffe rausgepickt?
Go, go. Das müsste eigentlich funktionieren. Er ist nur ein bisschen angeschlagen. Lass mich raten, die müssen jetzt auch durch die ganze Welt fahren. Genau. Ich fahre auf der anderen Seite, mit dem jetzt recht ist. Ach, der Ami will irgendwas. Okay, mal gucken, was der möchte. Send Volunteers. Können wir nehmen, aber ich kann damit eigentlich eh nichts anfangen, weil wir keinen Bodenkrieg führen. Außer so ein bisschen hier, ne? Hier vorne das. So, die Italiener ins Wasser werfen. Ja, ich würde sagen, wir marschieren jetzt einfach mal da durch, gerade. Und machen den Cut off und vernichten die gesamte italienische Armee. Da kann man sich ja nicht viel verkehrt machen. Ja, der Spanier wird sich jetzt hier totnocken an meiner Festung. Wäre aber schön, wenn wir mehr Verstärkungen da hätten. Die sind schon auf Priority assigned hier oben. Also was Neues kommt direkt da rein. Haben schon überlegt, das Template entsprechend umzubauen, dass die jetzt vielleicht ein, zwei diesen Panzer kriegen, sich einbuddeln. Die Panzerhaubitze. Dann können wir die nochmal extra abschlachten. Aber es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Wenn gleich noch mehr Schlachtschiffe da sind, wird das noch ein Tick besser. Alles zufriedenstellend. Ja, und ihr seht schon, also es wird jetzt nicht mehr viel, ne? Das ist jetzt, wie gesagt, bis der Amerikaner kommt, ne? Klicken, klicken, warten, klicken, klicken, warten. Also es ist nicht wirklich spannende Kämpfe, denke ich. Deshalb würde ich jetzt das hier als spannend empfinden. Das vielleicht mal ordentlich designen. Je weniger man sich bewegt in der Wüste, desto besser in aller Regel. Gut, aber den Rest machen wir dann auf Video, ne? So spannend ist das jetzt erstmal nicht und warte bis, ich denke, bis der Ami dann da ist, ne? Weil ansonsten könnt ihr nur gucken, wie hier Zahlen hier anpassen mit Flugzeugen und so jede Runde. Wie sowas jetzt hier zum Beispiel. Flugzeugverluste 133 zu 165, aber wie gesagt, das ist ja auch über die Hälfte von denen sind die Schrottflugzeuge. Man sieht es hier auch. Abgeschossen haben die 31 von den 65, 34 sind abgestürzt. Und das sind halt die alten Flugzeuge hauptsächlich, ne? Überwiegend. Also, ja. Machen wir jetzt Zahlenspielchen die nächsten 3 Jahre und dann hoffe ich auf Action mit den Amis.